Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Der Jahreszeit entsprechend widme ich mich einfach mal dem Thema, was ist eine Membran und welchen Nutzen habt ihr als Kunden? Nun weiß man ja, oder ich sag mal, viele Eltern, oder sagen wir eigentlich alle Eltern, wünschen sich immer Schuhe, die so viel wie möglich mitmachen. Das heißt, sie sollen den Fuß schützen, sie sollen wasserdicht sein, sie sollen atmungsaktiv sein, flexibel sein, natürlich auch noch schön aussehen und natürlich auch zum Kind und zum Trageeigenschaften mitpassen oder Tragegewohnheiten mitpassen. Jawohl. So, und da hat man sozusagen vor etlichen Jahren angefangen, mal damit zu forschen, was es denn alles gäbe oder wie man denn sozusagen Materialien noch besser machen würde, könnte. Weil es gab ja, Wasserdichtigkeit gab es schon immer, wir erinnern uns als Regenbekleidung, so beschichtete Sachen, wo das Wasser einfach bloß abperlt, aber wo keine Atmung sozusagen stattfindet. Das heißt, wenn ich das eine Weile trage, dann schwitze ich da unten drunter ungemein. Und so ein richtiges tolles Tragegefühl ist es dann halt mit der Zeit auch nicht. Also Gummierungen und Beschichtungen empfehlen dann also zumal. Und da hat uns sozusagen die Astronomie oder die Weltraumtechnologie hat uns da mal weitergebracht. Weil seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen wird darüber geforscht. Und man hat also zwei verschiedene Technologien entwickelt, womit man sozusagen die Atmungsaktivität bei Textilien und anderen Materialien verbessern kann. Wichtig ist für euch oder für Sie erstmal zu wissen, eine Membran ist ein unsichtbarer Nutzen, den man nicht sieht. Sie erkennen es also nicht am Obermaterial, ob jetzt eine Membran im Schuh verarbeitet ist. Das kann Ihnen gegebenenfalls das Verkaufspersonal sagen. Es steht auch meistens am Karton mit dran. Oder auch in den allermeisten Fällen ist es so wie hier am Schuh gekennzeichnet, dass dann auch immer ein kleines Label verrät, Achtung! Hier ist eine Membran mit verarbeitet. Doch welchen Nutzen macht sie jetzt eigentlich? Oder was muss man sich denn darunter vorstellen? Man muss sich vorstellen, wir haben es mit einem Werkstoff zu tun, der also so fein, so dünn ist, dass man eigentlich denkt, es sieht nur aus wie eine Folie. Hat aber trotzdem, ich zeige es mal hier, so viele unsichtbar kleine Löcher, sage ich jetzt einfach mal, in dem Gewebe. Es ist ein Gewebe, deswegen, sonst, wenn es eine Folie wäre, dann wäre es ja eine andere Struktur. So, und durch diese kleinen Zwischenräume kann also sozusagen der feine Wasserdampf der Füße entweichen. Man kennt es ja auch von diversen Jacken, also ich sag mal, wasserdichte Materialien werden ja nur überall schon verarbeitet. In Stirnbändern, in der Outdoor-Sachen, Wandersachen, Skisachen, Sportbekleidung, kennt man es. Schuhe ist es gang und gäbe, dass jeder Trekking-Schuh, wenn ich ihn für einen gewissen Zweck haben möchte, dass er auf jeden Fall wasserdicht verarbeitet ist. Bei den Kinderschuhen ist es auch gang und gäbe, dass bis auf mit Lammfell gefütterte Schuhe fast jeder Winterschuh eigentlich jetzt eine Textmembran mit beinhaltet. So, und hier hat man eben halt wirklich, es ist so fein, dass der Wasserdampf entweichen kann, aber zu klein wieder, dass wieder Wassertropfen von außen gar nicht durchkommen. Das heißt, ein Wassertropfen hat eine ganz andere physikalische Größe als der feine Körperschweiß, der sich sozusagen in Wärme ausübt, deklariert. Ja, genau. So, und das ist sozusagen die Gore-Tex-Membrane, die arbeitet sozusagen auf physikalischem Prinzip. Dann gibt es noch die Sympatex. Man sieht es hier auch wieder ein Gewebe, sag ich mal, was aufgetragen wird. Das kann zum einen auf einem Futterstoff sein, so wie es hier mal ist. Oder es wird auch aufgebügelt auf ein Oberleder. Was ich hier habe, man sieht es auch schon, es ist ein Material, was die Bewegung mitmacht. Man kann es nicht knicken, es ist dehnbar bis zu 300%. Das heißt, es muss ja auch gerade beim Schuh, muss es ja sozusagen, die Dehnbewegung muss es ja mitmachen.
Und damit man das mal sehr schön sieht, habe ich mal hier so ein kleines Experiment vorbereitet. Ich nehme also bloß eine ganz normale Tasse Wasser. Dann haben wir hier eine Sympatex-Membran sozusagen hier drauf eingearbeitet. Die sieht aus wie eine Folie. Also man sieht es wirklich nicht. Sie sieht nur aus wie eine Folie, sie ist es aber nicht. Und wir werden gleich sehen, dass hier also jetzt hier der Wasserdampf sozusagen entweichen kann. Man sieht es dann immer sehr schön am Spiegel. Also generell ist es immer so, man kann es nicht von außen sehen. Es ist unsichtbar, aber hat den ungeheuren Nutzen, dass man sozusagen wirklich unbeschwert von früh bis abend draußen rumtoben kann. Es kommt keine Nässe durch. Es ist aber kein äußeres Schutzschild und das betone ich immer wieder, dass man den Schuh überhaupt nicht zu pflegen bräuchte. Also sobald es in einem Lederschuh verarbeitet ist, Leder ist ein natürliches Material, dann möchte ich es bitte auch pflegen. Weil ansonsten hat ja Leder die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen. Und wenn ich also ein Oberleder nicht schütze, dann bedeutet es immer, es saugt sich mit der Zeit mit Nässe voll und strahlt dann eine gewisse Kälte aus. Das wollen wir alle nicht. Also deswegen bitte, bitte schön pflegen und imprägnieren. Jetzt schauen wir mal, hat sich hier schon was getan? Ja, man sieht es. Na, man sieht also hier diesen Film, ich zeige es mal. Also Wasserdampf kommt hier also hindurch und demzufolge eine Atmung findet statt. Wärme kann entweichen, Wasser bleibt draußen. Das ist die ganz einfache Formel einer Tex-Membran. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch interessiert. Dann gerne bis zum nächsten Mal. Es gibt ja so viele interessante Sachen über Schuhe zu erzählen. Und noch ein liebes Hallo und danke an unsere lieben Abonnenten, die uns wieder zahlreich beglückt haben. Und deswegen bleibt dran, bleibt interessiert, bleibt neugierig.